Damit sage ich herzlich willkommen. Mein Name ist Keen und ich begrüße euch zum Wetland DLC Release. Und ich möchte euch in diesem Video alle vorstellen: Tiere, Teile und so weiter. Und wir beginnen mit dem Schnabeltier. Das Schnabeltier, es ist so goldig. Es ist so goldig. Ich glaube, das ist mein Lieblingstier aus dem DLC, wenn ich das so sehe. Ich frage mich bloß, warum es aktuell nicht tauchen möchte. Das ist ein anderes Problem. Werde ich mir noch mal anschauen, wenn ich dann diesen Bereich hier weiterbaue. Dann gehen wir gleich weiter. Nein, stopp. Stopp. Schnabeltier. Das gucken wir uns natürlich noch in der Zoopedia an. So, und da haben wir, das haben wir ja gerade gesehen, 180 Quadratmeter Landfläche, 90 Quadratmeter Wasserfläche und 45 Quadratmeter Tieftauchen oder tiefes Wasser. Grad 1, also das Tier, das kann man rein theoretisch Turmbeutel transportieren, würde ich mal sagen. So, bis zu 3 Tiere, ein Männchen bis zu 2 Weibchen. Geht auch allein. Wird 13 Jahre alt. Fortpflanzung in Gefangenschaft. Schwer. Oh, guckt ja eine Schau, ne? Okay. So, dann gibt es hier diese U-Boot-Crew. Hier, die ist neu. Die ist jetzt erst mit dazugekommen. Und den Unterwasserfutterspender Flach. Der ist auch gut. Und kann mit X kombiniert werden. So, dann machen wir gleich weiter zum nächsten Tier. Mit diesen komischen Geräuschen sind wir zurück. Die Geräusche kamen nicht vom Zwergotter, die kamen vom Zugflieger und das ist aber hier der Zwergotter. Ich bin schon gespannt, wie die Jungtiere dann aussehen. Jetzt müsste hier gleich noch einer kommen. Ich habe hier noch, also ich habe ein Männchen und ein Weibchen, habe ich hier aus dem Handelszentrum gefischt. Der sieht schon putzig aus, ne? Ich finde auch, der sieht nicht so böse aus wie dieser Riesenotter. Und der Riesenotter, der hat ab und zu mal so eine Mimik. Da denkt man, er fällt einem gleich an, aber bei dem hier, der sieht niedlich. So, da gucken wir doch mal, wie geht es dir denn hier? Er kann komischerweise tief tauchen. Okay, dann wird es beim Schnabeltier wird irgendwas geblockt haben, dass der nicht ins Wasser kam. Ne? Er braucht mehr Gras kurz, das mache ich jetzt nicht, ne, weil das Gehege, das nutzen wir jetzt einfach mal für alle Tiere. Ich zeige die euch jetzt einfach mal. So, hier kommt der zweite Geselle.
So, und dann mal Zoopedia gucken und da gucken wir uns doch gleich mal den Riesenotter, den Zwergotter einmal genauer an. Das ist er. Braucht etwas mehr Landfläche, etwas mehr Wasserfläche, nee, weniger Wasserfläche, ne? 210 Quadratmeter Land, 84 Quadratmeter Wasser und 56 Quadratmeter Tieftauchen. 2 bis 16. Das ist aber ordentlich, ne? Bis zu 16 Tieren, das ist Wahnsinn. Ist es egal, Männchen, Weibchen? Dominantes Pärchen, okay. So, von den Spielutensilien, beziehungsweise von den allgemein, ne? Alles, was so geht. Auch dieser flache Futterspender und die U-Boot-Boje. Und er verträgt sich tatsächlich mit, schaut euch das mal an, mit dem Binturong, mit dem Orangutan, mit dem malaysischen Tapir sogar. Der Nasenaffe und das Panzernashorn. Ich bin beeindruckt. Wow, das ist cool. Das ist cool, okay. Also sehr humanes Tierchen, ne? So, ich mache mal ganz kurz Pause. Jetzt muss ich mal die Tiere wieder rausfischen. Nee, muss ich nicht. Oh, gehen wir gleich mal hier rüber. Einmal ins Handelszentrum, bitte. Und dann gucken wir uns auch gleich das nächste Tier an. Und das nächste Tier ist angekommen und es ist groß. Der wilde Wasserbüffel. So, da haben wir hier ein Weibchen erwischt. Hat so ein bisschen Platzprobleme hier gerade. Ja, ne? Muss er jetzt durch? Muss sie jetzt durch? Entschuldigung. Ein stattliches Schnitzel. Sala, es fängt an zu rennen. Es sieht schon gut aus, ne? Es sieht schon verdammt gut aus. Es kommen insgesamt, ich glaube, 3 Tiere werden hier oder zugestellt hier in dieses Gehege. Das sieht auch nach einem Weibchen aus. Nee, das ist das Männchen. So, mal gucken, wo der Unterschied ist, ne? So, eben. Hier so eine Box zu gucken, aber der sieht doch relativ ähnlich aus. Oh. Sieht man es an? Nicht wirklich, ne? Also müssen wir noch mal ein bisschen unter die Lupe nehmen, wie da der Unterschied ist. Aber schau ich das mal an, ist das so gut. Sehr, sehr schick. So, ich schau mit euch jetzt gleich mal, was die Zoopedia dazu sagt. Der wilde Wasserbüffel. Und der sieht so aus. Er braucht ordentlich Platz. 570 Quadratmeter mit 20 Quadratmeter Schwimmarsenal. 3 Tiere. Ein Männchen und der Rest kann mit Weibchen aufgefüllt werden, bis zu 30 insgesamt. Und 20 Jahre, doch. Zeit zwischen Geburten 24 Monate, okay. So, was hat er denn für Spielutensilien? Kratzbaum. Das ist hier erstmal nichts Neues dabei. Da kommt sogar mit der Vogelscheuche klar, okay.
und kann kombiniert werden mit Tapir und mit Panzernaser. Sehr schick. Es gibt doch die eine oder andere Möglichkeit auf Mischgewebe. Ne? Es ist schon... Es ist spannend. Ja, das sind schon stattliche Tiere. Die sehen schon richtig gut aus. Sind, glaube ich, auch die größten hier in dem DLC. Ne? Ja, klar. So. Na gut, dann einmal zurück ins Handelszentrum mit euch. Und Tier Nummer 3. Natürlich Tier Nummer 4, die Schnabeltier hatten wir am Anfang. Den Riesenotter, den Wasserbüffel. Und jetzt wird es nicht ganz so groß wie der Wasserbüffel. Es ist ein Weibchen. Weißnacken-Moantilope, so sieht sie aus. Bleib mal am Tor, ne? Wir gucken erstmal. Wir warten aufs Männchen, ne? Das kommt jetzt auch gleich noch angetrabt. So, und wir gucken uns hier, bis das Männchen denn einkommt. Ne? Hier, so sieht's aus. 390 Quadratmeter Land, 45 Quadratmeter Wasser. Kein Tieftauchen, logischerweise. Afrika, drei Tiere, Minimum bis zu 50 Tiere, das schreit nach riesengroßen Gehegen. Wahnsinn. So, was gibt es an Utensilien? Auch nichts Neues, der Kratzbaum und ja, hübsch, ne? So, kann kombiniert werden mit dem Strauß, mit dem Kaffernbüffel und mit der Netzgiraffe. Interessant, okay. So, jetzt ist natürlich unser Männchen weggerannt. Ne? Ja, sieht schon gut aus. Es rennt so ein bisschen in Zeitlupe. Es liegt aber daran, dass hinter mir ein sehr detailliertes Gebäude steht, was immer noch nicht fertig ist übrigens. Sieht so ein bisschen aus, als grinst er, ne? Ah, schick. Schick, schick. Okay. Dann halten wir uns auch bei der Antilope nicht länger auf und gehen sofort zum nächsten Tier. So, und da ist er. Auf das Tier habe ich mich mega gefreut. Und wenn ich mir das hier so anschaue, zu Recht. Ah, ist er schick. Schnabeltier und der Raureiher sind so meine Favoriten bis jetzt aus dem DLC. Wobei die anderen, die sind auch cool. Wir haben noch zwei. Drei haben wir. Drei. Ah, mega schön. Mega schön. Lasst uns mal in die Zoopedia gucken. Raureiher, sag ich, ne? Der Mandschurin-Kranich ist es natürlich. So, hier kommt der Nächste. So. Da ist er. So. Jetzt guckt man da gleich mal zu Piet, ja? Jetzt kommt er gleich alle nacheinander, ne? So, da ist er. Und er
benötigt 300 Quadratmeter Land, 75 Quadratmeter Wasser. Die Angaben sind immer pro Tier, ne? Achtung, pro Tier. So. Ach du lieber. Vier Männchen. Nee, Quatsch. Vier Tiere, wollte ich sagen, ne? Vier Tiere. Bis zu 80 insgesamt. 79 Weibchen, 79 Männchen. Okay. Das wird wild, wenn wir sowas mal machen wollten, ne? So, die Wasserfallgeschichte, wie beim Flamingo auch. Und ja, ist relativ ähnlich mit dem Flamingo, ne? Von den Anforderungen her, Beschäftigungssachen her. Und kann mit dem Japan-Makak zusammengehalten werden. Ich hätte mit viel gerechnet, aber nicht mit sowas. Tundra, Tiger, gemäßigt und aquatisch. Tatsache. Das ist ja heftig. Okay. Also, wie gesagt, ne, ich hätte mit viel gerechnet. Wow. Wahnsinn. Oh. Jetzt stehen sie alle hier auf einem Bein. Schwimmt denn noch einer? Ja. Ah, mega schick. Mega schick. Ich freue mich jetzt schon, für die ein Gehege zu bauen. Die dann hier irgendwie in diesen Zoo mit einzuquartieren. Und wir schauen uns, die kannst du mal sagen, die zu verarschen, ne? Gerade hast du reingeschafft, die ganzen Tiere jetzt schon wieder ins Handelszentrum damit. Aber wir müssen weitermachen, wir haben noch welche. Gucken wir uns das nächste an. Und da kommt der erste. Die erste Kiste. Und wir begrüßen den Krokodilkaiman. Es gab ja viel, also bei dem scheidet sich so ein bisschen, oder da, ja, die Community ist so ein bisschen gespalten. Ne? Viele sagen, oh, wir haben das Leistenkrokodil, wir haben den Mississippi-Alligator, wir haben den Kaiman, wir haben schon so viel, Ganges-Gavial haben wir auch, und jetzt kommt noch einer. Sehe ich ähnlich. Also noch ein Krokodil hätten wir jetzt nicht unbedingt gebraucht, sag ich mal. Was ich aber definitiv sagen muss, der ist verdammt gut dargestellt, oder? Der sieht doch richtig schick aus. Den gucken wir da gleich mal in der Zoopedia an hier. Kaiman! Krokodil-Kaiman. So, jetzt haben wir hier ein bisschen vorgegriffen. So sieht er aus. Kommt aus Süd-Mittelamerika. 240 Quadratmeter Land, 220 Quadratmeter Wasser. So, und das hätte ich jetzt... Das unterscheidet so, glaube ich, so ein bisschen, ne? Diesen mit gegenüber den anderen. Die anderen sind, glaube ich, beim Leistenkrokodil definitiv nur zwei, ne? Und ich dachte, die anderen wären es auch gewesen. Hier können wir tatsächlich bis zu 6 Tiere ins Gehege stecken. Ein Männchen nur, ist klar, und 5 Weibchen, das ist nice. So, was will er haben? So auf den ersten Blick, die Felsenwasserdüse ist neu, also Wasserdüsenfels. Und ansonsten, ja, wieder diese flache Spender hier, ne? Ansonsten, nix. Die Felsenwasserdüse, die kann ich euch auch zeigen. Die habe ich nämlich hier hingesetzt. Das ist letztendlich wie diese Wasserdüse auch, die wir schon hatten. Bloß in Felsoptik. Das ist
The same. Und einfärbbar. Also ihr könnt dann auch die Farben je nach Gehege oder Belieben. Macht sie pink, wenn es euch danach ist. Ne? Geht einzufärben. So. Dann springen wir auch schon zum nächsten Tier. So, und jetzt ist hier ganz schön Andrang. Jetzt kommt das Tier, worauf sich die meisten am, also unwahrscheinlich gefreut haben. Da ist er, der Wuschel. Die Kapibaras fliegen hier in den Zoo aus den Kisten. So, jetzt beweg dich mal hier. Wir wollen dich mal einzeln sehen. Das sieht komisch aus, was er hier tut. Mach mal was. Ja, das sieht schon gut aus, ne? Ja, gut. Ja, du hast Farn im Auge. Der andere ist aktiver, ne? Ja, dann lassen wir dich hier noch so ein bisschen rumtrampeln. Ja, dann gucken wir mal den anderen an. Es pfeift. Es pfeift. So. Und. Du machst es genau richtig. Du machst es genau richtig rein ins Wasser. Und auch hier gucken wir uns natürlich die Zoopedia an. Und so sieht das Tier aus. Zeigt uns natürlich wieder die Schokoladenseite, ne, auf dem Bild. Südamerika kommt es und 285 Quadratmeter Land, 70 Quadratmeter Wasser. Es können bis zu 9, 10, nee, bis zu 20 Tiere können gehalten werden in einem Gehege. 9 Männchen, 19 Weibchen. So sieht das Ganze im Überblick aus. So, dann haben wir bei den Utensilien den Warmwasserhahn klein und groß. Der ist auch neu im DLC. Nicht im DLC. Ist er im DLC? Nee, der ist nicht im DLC. Ich glaube, der ist im Update ist er gekommen. Ich schaue gleich nochmal nach, dass ich hier keinen Quatsch erzähle. So, Unterwasserpflanzenfutterspender flach. Der ist auch neu. Bisher gab es ja bloß die, ne? die Boxen. Jetzt gibt es diese flachen Spender. Und kann kombiniert werden mit der Galapagos-Riesenschildkröte, mit dem großen Ameisenbär, mit dem Lama, mit dem mittelamerikanischen Tag und dem Weißschulter-Kapuzineräffchen. Also, es schreit auch wieder nach lustigen Buschgehegen. Das ist auch mega interessant. Ne? Die Affen? Das kann ein buntes Gehege werden. Ne? Mega gut. So, und damit haben wir jetzt erstmal die Gehegetiere soweit vom DLC angeschaut. Dass hier nichts passiert, haue ich die mal wieder zurück ins Handelszentrum. So, und dann gucken wir uns nochmal einen letzten Kandidaten an. Der ebenfalls im DLC ist und da müssen wir hier einmal vorbei. Und haben hier den Donau-Kammolch. Hier sieht man ihn schon. Also auf dem Bild zumindest. Mal sehen, ob wir den jetzt gleich auch hier im Vivarium finden. Hier oben einer.
Scheiterhaufen. Ihr habt euch doch bestimmt unter dem... Ihr habt doch nicht. Okay. Ah, guck. Gott, ist der winzig. Ist der winzig. Was wir mit der Kameraführung hier das Ding irgendwie anpeilen hier. Oh, jetzt haben wir ein bisschen halben. Moment. Ja, ich glaube, ich lasse es mal lieber so, ne? Ist er der Gute? Und dann gucken wir uns hier noch den Zoopedia an. Und dann haben wir alle Tiere angesehen und gehen dann auch gleich über in das andere, was dann noch so neu gekommen ist mit dem DLC, mit dem Update. Muss man aber aufpassen, ich gebe ganz gern Mulch ein. Das ist mir schon ein paar Mal hier aufgefallen. So, da ist er. Kommt aus Europa. Ein bis sechs Tiere. Ja, na, Vivarium eben, ne? Lustiger Geselle. So, und das waren die Tiere vom DLC. Und jetzt gehen wir doch mal ganz kurz auf die Teile ein. Und das machen wir gleich mal hier. Vor der Streichelfarm hier in Australien. Also, von den... Ich gehe gleich mal auf die Pflanzen ein. Und zwar pflanzentechnisch... Nagelt mich bitte nicht fest. Ich habe jetzt so auf den ersten Blick beim Durchsuchen habe ich zwei Pflanzen neu gefunden. Und da gehe ich da einfach mal auf das Aquatische. Beziehungsweise drei. Ja, ihr seht schon hier. Das ist neu. Das ist neu. Sumpfeiren. Kniewurzeln. Zwei Stück. Dann gibt es das Ganze nochmal in Komplettform. Ich stelle die jetzt erstmal hier nebeneinander hin. Das ist einmal die. Ja. Ich muss vielleicht noch aus Richtung was machen. Einmal die kleine, die. Und die große können wir ruhig ein bisschen tiefer stellen. So sieht das Bäumchen aus. Es ist wahnsinnig groß, wie man sieht. Ist aber sehr interessanter Baum. Optisch betrachtet. Mal die Krone an, ne? Ich sehe mich schon wieder hier, diesen Baum irgendwie im Erdboden zu versenken. Um diese Krone zu nutzen. Mega. So, wir machen gleich weiter. Wir haben dann hier noch die Wassertupelo. Das Wasser, die, der, ach, wie auch immer, ne? Wassertupelo. Auch in drei verschiedenen Größen. Ich glaube, ich gehe doch mal rüber. Es ist doch ganz schön eng hier an der Stelle. Die Wassertupelo. Und mehr habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Muss ich gestehen. Die Wasserschraube hatten wir schon. Ja, mehr war es nicht, ne? Das sind die neuen Sachen, die jetzt in der Natur dazugekommen sind. Neu ist übrigens auch hier dieses Zahnrad bei den Pflanzen. Ne? Dann seht ihr gleich die Biome. Und es ist Hauptspiel. Ja, das ist mit dem Update gekommen. Gehege. Gehege war ja ein bisschen was Neues, ne? So, ich mache die Baupläne aus. Und da haben wir neu. Jetzt muss ich selber erstmal gucken. Wo ist das erste? Gefrorener Fisch.
bin mir jetzt gerade also nicht sicher, aber ich dachte, Fisch hatten wir schon. Nee, gefrorener Fisch ist neu, ne? Gefrorenen Fisch habe ich, glaube ich, noch nicht vorher gesehen. So, es ist neu. Tierbau hatten wir schon. Es gibt jetzt auch einen Tierbau klein. Und der ist für Erdmännchen, der ist für Schnabeltiere und Prärie. Ne, funktioniert genauso wie ein Tierbau auch. Einfach irgendwo hingeflankt. Der ist eben kleiner, ne? Dem normalen. Böse her. Den gab's ja schon. Kommt mit dem Hauptquiel. So, dann ist neu Bootbuchier. Das sieht wahnsinnig witzig aus, natürlich auch wieder einfärbbar. Die Interaktion dazu habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Die werde ich mir mal anschauen im Laufe dieses Gebäudes, was wir da jetzt hier im, was im Speedbuild jetzt gerade hier verrichtet wird, ne? Wenn wir da an einen Punkt kommen, wo wir das Ding besetzen, auf alle Fälle mal die Interaktionen dann von den Tieren mal anschauen. So, dann ist neu hinzugekommen die flachen Unterwasserspender, also einmal für Fisch und einmal für Pflanze. Dann ist neu hinzugekommen. Und ein Warmwasserhahn. Warmwasserhahn. Groß und klein, ne? Das ist der große. Das ist der kleine dazu. So, vom Effekt her ja, Wasserspender halt, ne? Wasserspender. Ihr habt es ja vielleicht gerade gesehen hier in den Text. Für die Capybaras ist es. Das ist ein DLC-Utensil. Also sprich, wer das DLC nicht hat, hat dieses Teil auch nicht, ne? Japan-Makak. Und das war's dann aber auch schon. Ne? Nur für diese beiden geht es. So, und dann ist neu, den haben wir ja schon gesehen hier. Das ist, ich weiß überhaupt nicht, wie diese Hitler-Gebäude angeht, hier, wenn man solche Sachen auspackt. Das ist dann dieser Fels, diese, ja, Wassersprudler hier, ne, im Felsoptik. Wasserdüsenfels. Jo, das sind die neuen Sachen im Gehege. Und jetzt gucken wir noch mal kurz ins Baumenü. Und da ist ein klein wenig mehr. Es ist aber cooles Zeug mehr, wenn wir den Filter ausmachen. So, und dann machen wir hier mal den sinnvollen Filter rein, nämlich das DLC fürchte. So. Wir haben natürlich Capybara, ne, als Statue. So, und jetzt wird's lustig. Und, hier oben muss ich mich legen, so rum. Ne? Die Bilder sind richtig cool. Die sehen richtig gut aus. So, und während ich jetzt hier die Bilder rauslege, könnt ihr euch alle anschauen, die sind wunderhübsch. Ich habe bloß hier ab und zu mal ein bisschen mit den Unebenheiten des Bodens zu kämpfen. Ne? Aber im Update ist neu hinzugekommen das Verhalten der Ausbilder. Ausbilder laufen jetzt auch dorthin zu. Also die gehen nicht nur zu den Talkpoints, die wir ja schon aus dem letzten Update kennen, sondern die laufen auch jetzt, oder die gehen auf Gäste zu, die planlos in der Gegend rumstehen und klären die auf. Ne? Also die haben jetzt auch noch eine Zusatzfunktion. Dazu einfach Ausbilder, ja, durch den Zoo laufen lassen. Ne? Also einstellen und laufen lassen, die machen das. So, dann ist neu dazugekommen die Erkundungskameras. Die habe ich jetzt noch nicht groß ausprobiert. Die schaue ich mir noch mal genauer an. Wenn das jetzt was Komplexeres ist, dann gibt es noch mal ein Tutorial dazu. Was auf alle Fälle richtig cool ist, das ist, ihr könnt jetzt mit den Tierbauten oder anders, die Infotafeln
haben jetzt die Möglichkeit, auch Kameras aufzunehmen. Und das ist wirklich live. Also sprich, ihr könnt jetzt den Tierbau setzen in einem Gehege, was also von einem Tier, was es auch unterstützt. Ihr könnt dann an der Infotafel auswählen, welcher Tierbau dort abgespielt werden soll. Richtig, richtig cool. So, die Wasseroptionen, die habe ich jetzt hier auch nicht aufgenommen. Wasseroptionen könnt ihr einfärben in Vivarien. Ja, also ähnlich wie Wasser außerhalb von Vivarien könnt ihr es jetzt auch etwas abgespeckt nur die Farbe eben einstellen im Vivarium. So, dann ist neu Badeverhalten von Japan Makak. Das schaue ich mir an, wenn ich das nächste Mal in Dongmuren in unserem Nature Zoo bin. Da auch gern im Livestream vorbeischauen, ne? Dann könnt ihr das Ganze mitverfolgen. Die baden jetzt auf alle Fälle in den heißen Quellen. Was interessant noch ist, das ist diese auf Terrasse abflachen, dieser neue Pinsel im Gelände-Tool. Ihr findet es auf alle Fälle im Menü Gelände und der bringt letztendlich das Gelände auf die nächstmögliche Wasserhöhe. Also die flacht die ab, setzt es also nach unten. Wasser ist ja gerastert, wisst ihr ja, ein Meter Raster und deswegen dieser Pinsel einfach über das Gelände, wo Wasser rein soll und dann wird es auf die Höhe abgeflacht, ja, das nächstmögliche eben. Ja. Und damit sind wir durch mit allem, was hier Update und DLC angeboten hat. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Mein Name ist Keen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was euch am meisten am DLC beeindruckt hat oder beeindruckt. Und was eure Lieblingstiere sind. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann das nächste Mal wiedersehen. Ciao, ciao.